mit dir und... Stopp. Bombe im Laster. Ich muss sie von den Zivilisten wegbringen. Ist das mein Fanclub? Oder mehr Dämonen? Gott, ey. Alles knapp. Ihr habt nicht mit mir gerechnet. Das bekommt euch teuer zu stehen. Oder zu stehlen, sag mal. So. Jede wette, dass sie nicht mal Führerscheine hatten. So ein Raketenwerfer weckt einen auf. Ich komme, ihr Lieben. Oh, Sprungtritte. Gehen wir hin. Gehen wir alles hin. Gott, der saß. Muss ich zugeben. Der mal weg. Und wieder einer weniger von euch lieben. Und noch einer weniger. Die Dämonen brauchen mal Urlaub oder so. Die sind viel zu angespannt. So. MJ hat richtig vermutet. Hier wimmelt's von Dämonen. Ich muss die Typen ausschalten, dann sehe ich mich um. Hätte ich nicht auch einmal zu fies können jetzt gehen wegen... Nicht. Was macht überhaupt denn der Anzug? Er wirft den Gegner mit einem Netzeingriff, ohne ihn einspinnen zu müssen. Okay. Klingt auch sehr interessant. Ah, der sieht so cool aus, ne? Wir bleiben dann noch ein bisschen den Rocker Spidey. Ja, 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 ja.
该做的，让我来吧。 Auch mit. Das sind keine Lampen mehr da, wo ich den Festbrenner machen. Okay. Holen wir uns auch easy. Der könnte noch zum Problem werden. Problem mehr. Kein Problem mehr. Der wird uns auch nicht mehr im Weg stehen. Okay, das waren alle. Ich muss nicht hier hoch. Hochsicherheitsschloss. Das ist was für Banken und nicht für Recyclinghöfe. Vielleicht finde ich heraus, woher der Strom kommt. Vielleicht kann ich den Stromkreis überbrücken. Brauche meine elektrischen Netze. Elektrische Netze. Gut, das hat geklappt. Aber der Stromkreis braucht ein bisschen mehr Saft. Einen Anschlusskasten finden. Oh Gott. Hallo? Wie? Ah. Da. Der Kreislauf scheint stabil zu sein. Vielleicht ist ein anderer Anschlusskasten in der Nähe. Ja, ja. Hier ist noch einer. Hab ihn. Fast geschafft. Noch ein Kasten. Aha. So. Jetzt aber. Das ist es. Ja, das ist es. Da kommen wir rein.
Frage ist, ob ich da rein will. Bin noch so ein bisschen am Zweifeln. Aus Fisks Waffenlager. Lasterbomben. Das ist verrückt. Ja, da haben wir schon welche angehalten. Geil, dass es jetzt auffällt. Den Lasterbomben. Finde ich sehr gut. Auch ein Foto, komm. Das muss ihr Angriffsziel sein. Moment. Das sind Osborns Wahlkampfbüros. Jede Menge Hightech-Ausrüstung. Vielleicht kann ich das Zeug recyceln und Waffen daraus bauen. Sprengstoff von Fisks Baustelle. Das war kein Bandenkrieg. Die Dämonen haben Fisk beklaut, um Bürgermeister Osborn zu erledigen. Hey, hast du Lee gefunden? Nein, aber du hattest recht. Lee benutzt das Gelände als Versteck für die Dämonen. Bombenherstellung, Waffenschieberei. Oh mein Gott. Und sie scheinen einen weiteren Angriff zu planen. Diesmal auf Osborns Wahlkampfbüros. Lee muss ein Hühnchen mit Osborn zu rupfen haben. Ich habe eine Adresse gefunden. Ist sicher ihr Sammelpunkt. Wenn ich mich beeile, kann ich sie vielleicht aufhalten. Sei vorsichtig. Gott, ey. Ich war denn auch nicht so. Yuri, ich bin's. Mach schnell. Hab gerade Stress mit meinem Boss. Martin, Lee und die Dämonen planen einen weiteren Angriff. Dieses Mal auf Osborns Wahlkampfbüros. Sicher? Es gab viele falsche Hinweise letzte Woche. Vertrau mir. Ich schicke dir die Adresse vom Recyclinghof. Da findest du alle Beweise. Okay. Ich lasse die Wahlkampfbüros evakuieren. Aber wenn das falscher Alarm war, hilfst du mir, einen neuen Job zu finden. Ja, ja, beruhige dich. Beruhige dich, Yuri. Das wird schon alles mit rechten Dingen hier zugehen. Schließlich sind wir die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Kommt wieder keine. Angriffe mehr der Dämonen und alles. Sind wohl mitten noch in der Hauptmission. Das machen Sie. Consolidated Shipping. Das sind viele. Ich sollte leise vorgehen. Das hat Stil. Ja, das sind sehr viele. Leider. Du hast... Ich kann die Sachen aus dem Recyclinghof verwerten. Boah, dann stellen wir mal die Stolpermine her, ne? Nicht. Wieso nicht? Oh Gott. Aber allzu lange wird's doch nicht mehr. Ich liebe es, böse Jungs mit ihren eigenen Waffen zu schlagen.
Und das, meine Freunde, ist die Gerechtigkeit des Karmas. So. Sehr schön. Sind wirklich ein paar Leute mehr. Oh. Gott, ey. So, die erste Seite war noch easy, aber die nächste wird schon ein bisschen schwieriger, wie es aussieht. Schlaf schön. Okay. Das ist keinem aufgefallen. Schon mal das Wichtigste. So. Dann noch den anderen Sniper so schnell wie es geht ausschalten. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Komm schon. Geh wieder zurück. Junge, geh wieder zurück. Und wo ist denn die Falle? Bitte. Ich bitte dich, Strom, mein Lieber. Ich bitte dich sowas von drum. Kacke, sie haben mich entdeckt. Ah, es lief so gut. Ach, einen Fehler. Alles wieder okay. Aber ich muss vorsichtiger sein.
Ups. Dahin und einmal dahin. Nein. Die haben noch nicht von mir abgerissen. Okay. Gott, ey. Puh, endlich aus der Sicht. Mir zu heftig drauf, Leute. Und ich werde einfach so langsam zu müde. Okay, es ist schon wieder fast drei. Ich würde auch um drei spätestens aufhören. Heute. Und alle hüp. Lee ist nicht hier draußen. Ich sehe besser drinnen nach. Wie gut, dass ich eingegriffen habe. Man könnte halt Manhattan damit in die Luft jagen. In der Hoffnung, dass ich einen Weg finde, wo ich nicht durch die Haupttür reingehe. Rechnung von einer Autowerkstatt. Pale Horse Rides. Ein teures Tuning. Was könnte ich hier finden? Sie haben überall in der Stadt Basen. Es kommen neue Basen, stimmt. Ah, ganz vergessen. Dass die Dämonen auch Basen haben, nicht nur Fisk. Das ist größer als ich dachte. Die Dämonen haben eine ganze Armee. Als ob eine glühende Peitsche nicht genug wäre. Und bam, bam, bam. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das auf jeden Fall nicht. Die Typen machen keine halben Sachen. Hey, MJ, ich glaube, ich habe den Angriff der Dämonen auf Osborns Wahlkampfbüros vereitelt. Sehr schön. Hast du Lee gefunden? Nein. Aber ich habe einen Hinweis auf einen Ort. Pale Horse Rides. Kommt mir bekannt vor. Ich überprüfe es und melde mich. Gott, ey. Leute, beruhigt euch. Das sind halt die zwei, die weg sind. Ist halt das. Junge, steck deine Peitschen ein, was auch immer. Ich sehe mich heute wieder kein Feierabend machen. Also jedenfalls nicht wieder so, wie ich es geplant hatte. Ich wurde ja auch, Moment!
Ja, ist klar, ist klar. Ihr seid die Besten, die Coolsten. So, und bleib liegen. Danke. Verstanden, Silverbird. Wir landen jetzt am Standort. Da ist noch einer. Waffe entsichert. Mal was Neues. Nein, nein, nein. Der gehört mir. Okay. Ich erledige dieses Ab. Hey! So geht das aber nicht in der Stadt! Code SM1. Wow, wow! Bevor wir anfangen, wer seid ihr Typen? Code SM1. Code SM1. Warte auf Befehl. Verstanden, Code SM1. Habe Sichtkontakt. Warte auf Silverbird. Guter Auftritt. Solide 8 von 10. Neun von 10. Loslassen. Er gehört zu uns. Yuri, eine Erklärung, bitte? Das ist Silva Sablinova. Chefin von Sable International, einer privaten Schutztruppe. Bezahlt von Bürgermeister Osborne. Oh, der Bürgermeister hat eine Privatarmee? Kommst du mir nochmal in die Quere? Bin ich nicht mehr so nett. Geh. Wir reden später. Toll. Wegen der Sache mit Sable. Ich hätte es dir eher sagen sollen, aber es ging alles so schnell. Schon gut. Wir sind weiter beste Freunde. Wir sind nicht beste Freunde. Das war jetzt eine kalte Dusche. Sable genießt das Vertrauen des Bürgermeisters und uneingeschränkte Autorität. Wir haben die Adresse überprüft und jede Menge Beweise. Tut mir leid, Yuri, ich muss dich mal unterbrechen. Wir kaufen uns jetzt den Anzug. Für einen Bombenanschlag gefunden, aber nichts weist auf Martin Lee hin. Ich arbeite dran. Gott, ey. Gibt immer mehr, immer mehr, immer mehr zu machen, ne? Ist eigentlich sehr geil. Hey, MJ. Hey, ich habe Unterlagen über Martin Lees andere Geschäfte ausgegraben. Er nutzt überall in der Stadt Gebäude. Die Standorte sind auch auf der Karte, die ich aus der Reederei habe. Ich überprüfe das. Sag Bescheid, was du findest. Ich werde versuchen, daraus schlau zu werden. Alles klar. Ich bin auf dem Weg zu Lees Büro im Feast, um herauszufinden, warum er das alles macht und was er als nächstes plant. Okay. Sag May schöne Grüße. Halt, sie ist doch nicht in Gefahr, oder? Nein. Lee hat nur ein einziges Ziel. Norman Osborn. Ja, und Lee weiß noch nicht, dass wir Spider-Man sind. Gehe ich davon aus. Sonst hätte er vielleicht mehr als ein Ziel. Noch ein verpasster Anruf von Doc. Peter,
Ich wollte fragen, ob Sie noch verfügbar sind. Ich kann Sie noch nicht bezahlen, aber ich habe ein paar Beziehungen spielen lassen, die uns weiterhelfen. Ich weiß, wenn wir weitermachen, guten Tag. Wir die neue Version des Projekts Investition anziehen. Große Investition. Oh Gott. Ich drücke die Daumen, Doc. Ich hätte mich da nicht einmischen sollen. Dann verwenden sollen. Der jetzt hier, ja. Ihr müsst mir nicht danken, Sable-Typen, aber schon unhöflich, dass ihr es nicht tut. So. Ich würde mich dann auch hier wieder verabschieden und bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Spider-Man. Tschüss.